Herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Paper Mario. Im letzten Part sind wir zu dieser Röhre gekommen, in die wir jetzt rein müssen, um zum Baum zu gelangen, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, so macht man's, jetzt wisst ihr Bescheid. Dann war wieder ein kleiner unnötiger Fail am Rande, aber sowas passiert halt nun mal im Besten. Eigentlich ist nicht, und das ist erst traurig, aber okay. Zum Glück hat man dann einfach so nur ein Leben verloren. Und nun sind wir da, also im großen Baum. Schauen wir doch mal, wie es aussieht hier. Ich bin sehr gespannt. Und da ist auch wieder unser Kumpel. Hallöchen. Seht nur, diese Tür, die war früher noch nicht hier. Und sie geht nicht auf. Dabei dachte ich, jetzt können wir sie alle retten. Ja, man hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen was tun. Dieser... Aha. Ich hab's, Mario hier drüben. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja. Lass mal einfach von oben probieren, da hin zu gelangen. Natürlich auch eine Möglichkeit. Gumpa hat vor langer Zeit etwas von einem Geheimgang erzählt, der ins Innere führt. So kommen wir hier rein. Aber wie sollen wir jetzt diesen Eingang finden? Was können wir tun? Das ist eine sehr gute Frage, was man in dieser Gelegenheit tun kann. Was geheim ist, geheim. Wir sollen den Eingang da finden. Von der Eingangstour ist dieses unbrauchbare Ding, das wir beseitigen müssen. Wie sollen wir das beseitigen? Wir müssen sehen können. Ich hab's. Aerona. Aeronas Künste werden uns bestimmt weiterhelfen. Madame Aerona ist eine stattliche und betörende Dame, die hier im Wald lebt. Sie ist ein Wolkengeist und sie herrscht über die Winde. Bestimmt kann sie dieses unbrauchbare Ding einfach wegblasen. Madame Arionas Haus liegt ganz tief im Wald. Wir gehen den gleich den Weg zurück, wenn wir gekommen sind, und dann zu ihr. Okay. Ich hoffe, wir werden jetzt einfach hingebeamt. Oh, schön, da kann man Leben kaufen, jawohl. Ach, dieser Wald ist wirklich ganz bezaubernd. Hier ein Haus zu bauen, die beste Idee, die ich je hatte. Diese Ruhe, der Frieden. Es ist alles ganz anders als damals. Kein Pomp und überflüssiger Luxus. Ja. Jeder Tag hier gibt mir neue Lebenskraft, neue Energie. Und mit jedem Tag sehe ich frische aus, fühle ich mich jünger. Die kleinen Bubus aus dem Baum sind auch wirklich ganz liebreizend. Aber bleib ich noch lange hier, wird die Sehnsucht nach Leben mich versehren. Ach, diese schrillende Welt des Theaters, wie könnte ich sie je vergessen? Ohne jeden Zweifel, die Schauspielerei ist und bleibt doch meine Berufung. Aber von meinem Comeback sollte ich Körper und Geist noch etwas in Form bringen. Ein bisschen Make-up und das dreist meinen natürlichen Liebreiz. Oh. Zocks wäre Not, es ist weg, verschwunden, mein. Okay. Also müssen wir doch erst wieder zurückgehen. Und wieder an derselben Stelle. Also ich kann halt erst einfach. Ich bin einfach so dumm für alles. Wir kommen zu Aronas Haus, wenn wir von hier aus immer geradeaus gehen. Was haben wir denn hier? Ein Hotelgutschein, ein Gutschein für eine Übernachtung im Torthaus. Ja, danke. Den wir bald brauchen. Aber was haben wir doch erstmal, den wir hier haben, oder? Ein Wanderer. Ein Händler, okay. Ich bin Händler. Ich habe jede Menge brandneuer Waren im Angebot. Okay, zum Teil ist das Zeug natürlich so teurer, zum Teil aber auch nicht. Und den nehmen wir auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall auch mal, da haben wir einfach mal was auf Lager, das weiß Stück. Die sind, mag zwar sein, dass die woanders billiger sind, aber da haben wir halt mal wieder welche. Also das ist schon okay. Feuerblume finde ich sehr teuer, die war auf jeden Fall günstiger. Und noch einmal 5 Leben nehmen wir auf jeden Fall. So, aber dann reicht es auch, Dankeschön. Was handeln. So. Und dann nehme ich es doch einfach mal auch gleich, würde ich sagen, direkt mal.
Den ersten Pilz. Da habe ich nämlich wieder alle Leben voll. Boah, ich hätte ja 20 Stück theoretisch. Hätte es eigentlich viel mehr Sinn gemacht, wenn ich gleich zum Hotel gegangen wäre. Na gut, habe es einen genommen, hilft nichts, habe es 5 Münzen vergeiert. Ist halt so. Ist es so ein bisschen dumm, der hätte es auch gleich zum Hotel gehen können. Aber wenigstens mal ein paar Leben mehr, was nicht schlecht sein wird, wenn ich mir so anschaue, wer hier alles denn so unterwegs ist. Hä? So, lol, das ist man hier hinten. Aha! Okay, 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 gut, gut, gut. Und hier kommt man dann also dem. Das ist ein Salter. Ja, wir dienen den Salter mit einem Sprung. Das wolltest du auch machen. Jetzt hat's geklappt. Halleluja. Aha. Okay, okay. Das ist interessant, wo wir jetzt hingelangt sind. So, um dieses Teil zu holen, das ist ganz einfach. Ja, ja, das ist... Okay, okay. Ich will eigentlich nicht dein Gelaber jetzt holen. Hören, ich will eigentlich ganz gern einmal gesund das Team wechseln. Einmal Cooper haben. Nein. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte genau X war's. Jawohl, jetzt haben wir das Insein der Sonne erhalten. So, das ist eigentlich auch ein Alif, was machen wollt. Jetzt wechseln wir erstmal wieder zurück, weil ich an für sich tatsächlich Gumprina mehr mag. Und jetzt können wir nämlich mit Y daherkommen. Und das Fliegen kommt dort verkacken, deswegen einfach ganz schnell wegrennen. Das nochmal probieren. Also Fliegen, ich glaube, erst so eine Sache. Ich bin da zum Erpressen noch nicht gut drin. Ja, weil auch jetzt lande ich auf einmal wieder unten und ich wollte eigentlich nach oben hin. Also das ist wirklich sehr schlimm. Aber jetzt haben wir einen neuen Gegner, dann kann ich mal anschauen, was das für ein Gegner ist. Ich glaube, das ist bestimmt ganz sinnvoll. Deswegen tauschen wir jetzt einfach mal, dass Gumprina zuerst anfängt und die soll mal, die Dinger scannen. Da wissen wir nämlich mal, wer das ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann findet auch mal heraus, wer das sein soll. Das ist ein StarTox, die sie überfallen, mal Pokémon, die begutachtet. So. Diese Gewitterwolken sind ziemlich gemein. Aha. Maximal KP 3, Angriffskraft 2. Heilung 0. Als nächstes geladen ist, sollte man nicht angreifen. Okay, gut, dann gibt es uns einen Zock. Okay. Ja, hilft da nichts, ne? Wir probieren es einfach mal. Okay, das eine ist zum Beispiel elektrisches Geladen, wenn wir sehen können. Deswegen gehen wir jetzt lieber erstmal aufs andere. Ich mache einfach dasselbiges. Muss halt einen Sprung machen, ne? Dann kann ich nämlich auch aufs andere gehen. Dann ist es nur ein bisschen weg. Okay, der Blitz war hart, oder war das jetzt eine elektrische Ladung verloren? Okay, Gumprina hat nicht mal viel Leben. Das sollte man auch mal umändern. Können wir aber anders machen, das ist jetzt nicht direkt im Kampf akut nötig. So. Wird bei dem entsprechend auch was das gewesen sehen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Daumen nach oben gibt's, Hammer, das auch. Weil ist das blöde Ding jetzt auch mal weg, da können wir uns jetzt zumindest mal ein bisschen entspannter. Also gegen die wollte ich eigentlich nicht kämpfen, vor allem das Publikum finde ich sehr sass. Deswegen schauen wir, dass wir da mal ganz, ganz schnell weg sind. Aber sowas von Adios, Amigos. Denn wir wollten eigentlich fliegen. Müssen wir jetzt erst irgendwie hinbekommen, das gibt's ja nicht. Jawohl. Und wir haben es einfach da hochgesafft. Man darf wirklich nur so ganz kleines bisschen oben, unten, da funktioniert das. Okay, Orden Erdbeben erhalten. Ein Erdbeben schaltet allen Boden- und Deckengegnern. Okay, das ist doch mal gut. Jetzt haben wir doch mal das, wie vielleicht die Orden anlegen, die wir zwischendurch neu bekommen haben.
Nimm das, der hier. Okay, der benötigt 2 Eis. Müssten 2. Beispiel den Sound. Also der braucht auch nichts. Aber Beispiel. Den. Wenn wir den jetzt aushalten würden, könnten beispielsweise Erdbeben anmachen. Ja, so von der Art her funktioniert das, wenn wir den ausmachen. Den Ausweis auch noch anmachen. Probieren es einfach mal so und dann schauen wir halt mal, was es bringt. Man kann da immer rumprobieren, je nachdem, was man halt braucht, ne? So. Und da ist es das und das Haus, wo wir hin wollen. Aber hier kann man 7 Münzen wieder ein gutes Stück an Leben kaufen. Also außer dass sie voll werden. Das machen wir natürlich. Hätten wir ihn einfach anmachen sollen. Da hätten wir uns zumindest mal die ersten 5 Münzen gespart. Hä? Ich dachte, wir konnten hier... Ja, jetzt laber mich bitte nicht voll. Ich habe hier die falsche Taste gedrückt. Aber damit passt bei dem ist auch hier durch. Das ist nämlich der Clou, wie man hier hinkommt. Und dann geht's in die Röhre. Und von hier geht's wieder zum ominösen Haus. Und diesmal schaffen wir es vielleicht mal ohne Runterfall. Wäre nämlich sehr schön. Und hier sind wir schon. Entschuldigung. Nein, nicht da zu sein. Vielleicht geht's ja gerade im Wald spazieren. Ja gut, dann speisen wir auch sehen, fahren wir aber speisern schadet nie. Ja, dann beginnen wir Hausfriedenspro und schauen uns ein bisschen um, obwohl die Person nicht da ist. Oder vielleicht doch. Madame Arona! Arona, sind Sie denn zu Hause? Hallo? Wir sind nur ein paar Unbekannte, die mit dem Hammer alles kaputt hauen. Randalieren! Oh, dieser Frost-Sound. Sehr schön. Haben wir gleich mal die Tür kaputt. Aha, verschwindet. Niemand betretet diesen Raum. Doch jemand da. Madame Arona, sind Sie da drin? Moment mal, das hört sich ja an wie... Das ist doch Buplio, oder? Schön, dass du wieder da bist. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja, also wäre tatsächlich etwas, wobei du uns helfen könntest. Wir können nicht in den großen Baum hinein. Der Eingang ist versperrt. Deshalb kann ich nicht zu meinen Freunden und Mario seine Sternjuwelen nicht. Findet ihn nicht. Ob sie uns helfen könnten, den geheimen Eingang zu finden? Tatsächlich. Deshalb seid ihr extra hierher gekommen. So sieht's aus. Ich würde euch ja wirklich gern helfen, mein Kleiner. Aber wisst ihr, ich stecke in einem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich dich immer verlassen. So denn das? Ohne mein kostbares Collier verlasse ich niemals das Haus. Und ich fürchte, ich habe es irgendwo draußen verloren. Ohne dieses Collier würde ich mich niemals vor die Tür trauen. Meine Schönheit bleibt unvollkommen, wenn ich es nicht trage. Ein Collier? Der Farb ist als Dame natürlich vollstens verständlich. Moment, ein Collier? Es fällt mir ein. Irgendwie ist mir, als hätte ich gerade so etwas gehört. Ach, wisst ihr wirklich etwas über ein Collier? Ich fliehe aus an, sucht das für mich und bringt das zurück. Wenn ihr das tut, bin ich mit Freude bereit, euch zu helfen. Keine Sorge, Madame Arona, macht Mario mit links. Oder, Mario? Nein. Was? Was ist los mit dir, Mario? Du suchen mir das Collier. Und danke, es ist also noch... Landige, okay. Hilft da nichts, auch wenn ich keinen Bock habe. Wir müssen das Collier suchen. Die Missheint hatten die bösen Leute es doch erst noch gehabt, die, die verwechselt haben. Vielleicht haben wir ja Glück und die stehen noch da. Wir finden, werden es herausfinden. Next Part von Let's Play Paper Mario. Bis dann, sagst du, danke fürs Zusehen. Macht's gut und ciao!